Also bleiben, blicken. Jawohl, sehr schön. Geht's zurück, oder? Klasse. So. Super, danke. Kommst du mal bitte her? Ja. Was ist denn deine Beziehung zu Uhren? Ich habe Uhrenticke. Also ich liebe Uhren. Also ich habe meinen ganzen Schreibtisch verschiedene Uhren. Swatch und Fossiluhren. Also eine Rolex dabei. Das ist auch eine schöne Frank Müller. Die liebe ich ganz besonders in dieser Tankform. Also ohne Uhr tickt man nicht richtig. Also bist du heute auf den genau richtigen Termin? Genau. Nachdem ja Hilscher Juwelier eine Institution seit x Jahren ist hier in Mosch schafft. Marie Lang, Boxweltmeisterin aus dem Stallsteg. Und damit haben wir heute 3 Boxweltmeister hier. Wir haben uns die Security gespart. Also mit dem Weltmeistertitel erklären. Er ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin 13-fache Weltmeisterin in 2 unterschiedlichen Gewichtsklassen und 2 unterschiedlichen Stilen. Also es ist einmal Kickboxen mit Low-Kicks, das heißt, man darf auf die Oberschenkel treten, und einmal Kickboxen ohne Low-Kicks, da sind die Kicks nur ab der Hüfte aufwärts erlaubt. Ja, sehr gut. Und wie viele Jahre boxst du schon, wenn man fragen darf? Ich habe 2003 habe ich angefangen mit dem Kickboxen. Also jetzt schon ein bisschen und mache seit 2,5 Jahren hauptberuflich. Sehr gut. Und wie alt warst du denn, als du angefangen hast zu boxen? Ich war 16, als ich angefangen habe. Also eigentlich relativ alt. Und das habe ich wirklich nur gemacht, um mich fit zu halten. Also es war gar nicht so, dass ich das mal hauptberuflich machen will. Ich wollte auch nie kämpfen. Das hat sich alles so ergeben. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. Ja, ist doch super. Danke dir. Schön, dass er den Spiegel hat, ne? Kann man nochmal schön nachziehen. Hast du jetzt eine Uhr an? Ja. Und was haben wir hier für ein Modell? Aber es ist jedenfalls nicht zu vergleichen mit den Geschichten, die wir heute hier sehen werden, die ich sehr schön finde. Alle sehr schick, zeitlos, elegant und Understatement. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja einfach nur Michael Kors, Rosé Gold, trägt man ja heute ganz gut. Also ich habe schon praktisch drin. Und dann wird es dunkler. Also es gibt da verschiedene Varianten, wobei die meisten immer das leichtere. Zum Glas passt das. Habt ihr schon was gefunden, was Schönes? Naja, so schnell geht das nicht. Das war so erstmal die Grobberatung, ja? Der muss rund sein, oder? Genau, der muss wahrscheinlich. Und dann haben wir es gleich. Ja, schau, in die Kamera und lachen. So, jetzt, Martin, wir brauchen noch ein Foto. So, wunderbar, nochmal in die Mitte, bitte. Oh, sicher. Moment, jetzt haben wir es. Ach, immer so Stress am Bogenteppich. Wolltest du was sagen? Na, also die Bäckerei-Fachverkäuferin. Ex. Bäckerei-Ex-Fachverkäuferin, Karin Engelhardt ist heute zu Gast. Und sie hat es ganz stilecht gemacht. Sie trägt 2 Uhren. Und warum? Sie heißen Petit Four. Ich bin die Karin. Und dafür kriegst du einen Kuss. Herr Hilscher, heute Abend ein spezieller Abend hier. Allerdings, in Schwabing ist der rote Teppich ausgerollt für unsere lieben Gäste und die Presse natürlich auch. Und wir stellen heute Nomos vor. Das ist eine tolle Marke aus Glashütte. 92% der Produktion ist in-house, also ist schon bemerkenswert. Und den Juwelier Hilscher, habe ich gehört, gibt es auch schon ziemlich lange? Ja, mein Vater hat, glaube ich, 4 Wochen nach dem Krieg im zerbombten Haus in der Barrerstraße angefangen. Und ja, gut, jetzt ist die 2. Generation und irgendwann 71 sind wir hierher gezogen. Ja, schon eine ganze Weile. Ja, es ist, ja, klar. Insgesamt 75 Jahre, habe ich gehört. 45, was? Nein, nicht ganz. Jetzt haben wir 18, na ja, gut, ausrechnen können Sie selber, aber... Und Sie sind zu den 70 besten Juwelieren, Deutschland. Ja, das war völlig überraschend. Plötzlich hat jemand angerufen von der Genta, wir wussten es gar nicht, die haben also so eine Jury da erstellt und nach irgendwelchen Kriterien wurden da also die ganzen Juweliere in Deutschland gemessen und ja, und dann sind wir da als Sieger, oder mit anderen als Sieger vorgegangen. Also war völlig überraschend. Und was ist das Spezielle jetzt an der Nomos-Uhr? Gut, die Nomos kommt aus Glashütte, ist pur deutsche Marke und es wird, wie gesagt, bauen bis zu 92% in manchen Modellen in-house. Also das ist schon mal höchste, das gibt es auch nicht einmal bei vielen Schweizern. Das gibt es bei Rolex und bei Patek, aber bei allen anderen eigentlich nicht. Und das alles selber konstruiert und sie haben die letzten Jahre unheimlich investiert mit in Produktionsstätten. Die haben ganz klein angefangen, gleich nach der Wende, mit zugekauften Werken. Also ist genial, eine tolle Erfolgsgeschichte. Nomos hat sich in den letzten Jahren, so hatte ich es auch in unserer Pressemitteilung geschrieben, zu einem Fixstern der deutschen Uhrmacherkunst entwickelt. Und das war jetzt schlichtweg der Punkt, wo wir einfach nicht mehr drum herum kamen und gesagt haben, jetzt muss Nomos zum Juwelier Hilscher zu uns ins Schaufenster rein.
weil es ist absolut ebenbürtig und für uns, wir kommen nicht mehr drum rum. Unsere Kunden fragen danach und unsere Kunden verdienen auch dieses Produkt. Und somit feiern wir heute den Start der Zusammenarbeit mit Nomos in der Hoffnung, dass das sehr lange dauern wird. Und haben Florian heute hier, um noch ein bisschen was über die Marke Nomos für euch jetzt zu erzählen. Danke, dass du da bist. Wunderbar. Nomos ist tatsächlich ein sehr junges Unternehmen. Es gibt uns erst seit gut 25 Jahren. Das ist in der Uhrenindustrie ein Klacks. Das ist nicht groß. Damit sind wir auch letztes Jahr, als es soweit war, gar nicht unbedingt pausieren gegangen. Wir glauben aber, guten Grund zu haben, auch in den nächsten 25 Jahren mindestens erfolgreich und eben hier zusammenarbeiten zu können. Sind wir auf einem guten Weg. Und eine ganz wesentliche Entwicklung oder mehrere wesentliche Entwicklungen haben in den letzten Jahren stattgefunden, seit 2014. Ich zitiere das jetzt mal ganz schnell für Sie. Sie können, wenn Sie wollen, versuchen, es sich zu merken, ansonsten mir anschließend Fragen stellen. 2014 hat Nomos sein eigenes Swing-System herausgegeben. Das ist das Herzstück der Uhr, das wir in der Industrie, in der Uhrenindustrie in der Regel von den Schweizern zukaufen müssen. Das ist das Stück, das uns für die Zukunft Unabhängigkeit und Wachstum in Stückzahlen ermöglicht. 2015 haben wir ein Kaliber, also ein Uhrwerk herausgegeben, das automatisch aufzieht und extrem flach ist. Damit haben wir für uns einen Durchbruch geschafft, nämlich flache Eleganz jetzt auch in Automatikuhren herzustellen. Und dieses Jahr stellen wir, und das ist hier alles auch ausgestellt, ein nochmal neues Automatikwerk vor mit Datumsanzeige, auch wieder sehr flach. Wir machen damit Uhren, die so flach und elegant, hier unser Klassiker, an den Arm gehen, eine Datumsanzeige haben und einen Selbstaufzug. Und das macht uns so schnell keiner nach. Ja. Sehr schön. Das ist die OV 6101, das neue, ganz flache Automatikwerk von Nomos Glashütte. 3,6 mm stark, mit Selbstaufzug und Datumsanzeige. Schön groß, für große Durchmesser, wohlproportionierte Uhren mit einer Schnellkorrektur in beide Richtungen. Das ist eine Besonderheit. Außerdem geht dieses Werk, wenn man nachts auch mal versucht, das Datum zu schalten, nicht kaputt. Das ist ungewöhnlich, also jede Menge Kunden nutzen.